Guten Morgen, 2 Uhr mittags. Mein Nachbar hat gemeint, er müsse Rasen mähen, deshalb bin ich schon wach. Jetzt läuft im Hintergrund mein Staubsauger. Oh, ich bin nicht ganz so fit. Und dann werde ich duschen und dann fahre ich zu meiner Freundin heute. Mal sehen. Oh, ich liebe es, wenn die Sonne scheint. Ist doch immer angenehm. Mein Nachbar mäht immer noch Rasen. Er ist klasse, der Typ. Ich meine, sieht man ja nicht, ne? Dass mein Auto die ganze Nacht weg ist und erst morgens früh um 6:30 nach Hause kommt. Da könnte man nicht davon ausgehen, dass ich vielleicht Nachtschicht hatte. Nein, da kann man Rasen mähen. Naja, egal. Ich sitze jetzt hier auch gar nicht lange, weil, wie gesagt, ich bin jetzt mit meiner Freundin. Und dann mal sehen, was wir machen. Bestimmt irgendwas draußen bei dem Wetter. Okay. Hallo. Hallo. Ich habe eine wichtige Aufgabe. Ich muss einen Sonnenschirm aufstellen, denn es könnte sein, dass gar fürchterliche Kreaturen in ihm hausen, die einen anfallen und zerfleischen könnten. Und dann werde ich den jetzt mal aufstellen. Und selber gefressen werden. Uah. Ich würde sagen, ich lebe noch. Gerade schön ein Spaziergang durch die Steppe und Pampas von Steinheim. Und wir schauen uns eine Baustelle an. Also das soll nächste Woche eröffnet werden und im Moment sieht das noch nicht so aus. Aber es ist geschäftiges Treiben. Ich drehe mich mal. Super. Geschäftiges Treiben. Früher im Kindergarten gab es immer so diese Bilderbücher mit "Das ist eine Baustelle". Das Lustige war, in den alten Büchern, da waren dann auch die Bauarbeiter zu sehen und da stand auch echt eine Kiste Bier. Ich habe jetzt hier keine gesehen. Aber früher war das so. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. 1, 2, 3, 4. Irgendwann wird es wieder Sommer. Irgendwo es ist immer warm. Und schon ist der schöne Tag wieder quasi fast zu Ende und ich sitze auf dem Parkplatz vor meiner Arbeit. Ja, war klasse heute. Spazieren gegangen, in der Sonne gesessen, gespielt, wir haben noch lecker Saft gemacht, zwischenzeitlich habe ich noch gegessen. Alles in allem ein runder Tag. Schön. Und jetzt gehe ich noch 8 Stunden arbeiten und dann kann ich auch
schlafen gehen wieder. Ja. Nachtschichtrhythmus ist halt was anderes. Einige von euch kennen das vielleicht selber. Alles klar, dann bis demnächst.